Ich grüße euch alle, ich bin Eugen Minz von der Yogaschule Minz in Deggendorf. Hin und wieder bekomme ich Fragen von den Zuschauern meiner Videolektionen und letztes Mal habe ich auch wieder einen Brief per E-Mail bekommen und möchte jetzt per Video auf die Fragen, die mir gestellt wurden, antworten. Die erste Frage bzw. der Zuschauer hat vor kurzem selber angefangen Yoga zu praktizieren und hat mich auch unter anderem gefragt, welche Praktiken besser sind und welche Praktiken ich empfehlen würde. Neuerdings gibt es ja sehr viele Schulen, sehr viele Richtungen und dementsprechend gibt es auch sehr viele neue Praktiken, die neu interpretiert wurden, neu ausgelegt werden von bestimmten Leuten, Yoga-Praktizierenden. Ich bin allerdings der Meinung, man sollte den Ursprung nehmen. Man sollte die Praktiken nehmen, die sich schon über die Jahrhunderte oder Jahrtausende bewährt haben. Praktiken, die uns große Lehrer übermittelt haben. Praktiken, die tatsächlich funktionieren. Zum Beispiel, wenn man ein Mantra nimmt, muss man verstehen, dass ein Mantra ebenfalls einen eigenen Egregor besitzt. Und dass der Egregor ist eine große Energieeinheit. Und bildet sich aus den Gedanken und vielleicht auch Emotionen aller Menschen, die dieses Mantra praktizieren. Wenn dieser Egregor sehr klein ist, also wenn nur 30, 100 Leute dieses Mantra praktizieren, hat dieses Mantra zum einen vielleicht weniger Kraft und Wirkung, wenn es ein neues Mantra ist. Es gibt altertümliche, sehr alte, geheime Mantren, die vielleicht auch nur 30 Leute praktizieren, aber weil dieses Mantra sehr, sehr alt ist und vielleicht auch sogar auf anderen Planeten praktiziert wird, ist es so, dass das, indem es nur eine geringe Menge von Leuten, die sehr, sehr hoch entwickelt sind oder sogar von Halbgöttern praktiziert wird, ein exklusives Mantra, was dann auch dementsprechend sehr wirkungsvoll sein kann. Solche Mantras gibt es aber nicht von der Stange oder in irgendwelchen Büchern. Die werden irgendwo festgehalten von bestimmten Menschen oder Leuten, ganz weit weg von der Zivilisation. Was hier weit verbreitet ist, ist zum Beispiel das Mantra Om. Ist auch ein sehr altes, altertümliches Mantra, aber auch ein sehr wirkungsvolles Mantra, was über einen sehr großen, einen sehr starken Egregor verfügt. Und man muss das so verstehen, wenn der Egregor ein sehr sauberer Ozean ist, also das Mantra Om, ist ja eben sehr sauber und hat eine sehr positive, gute Energie. Und man das Mantra beginnt zu singen, schließt man die eigene Energie, also sein eigenes kleines Gefäß, an diesen riesigen, großen Egregor an. Und man tauscht mit ihm Energien aus. Das ist zu vergleichen, wenn man ein Glas Wasser nimmt, in dem so Partikel schwimmen, Sand oder sowas oder Unklarheiten und man dieses Glas in einen riesengroßen Ozean schöpft. Der riesengroße Ozean ist dieses große Mantra Om. Und dann bekommt man dieses Glas heraus, ein bisschen Schmutzpartikel werden noch drin bleiben, aber das Wasser wird sehr, sehr sauber. So ähnlich passiert es mit eurer Energie, wenn ihr dieses Mantra praktiziert. Wenn man andere Mantren nimmt, muss man verstehen, welche Leute dieses Mantra ebenfalls praktizieren. Und man muss verstehen, dass man Energie auch mit diesen Leuten austauscht. Wenn man jetzt zu Pranayama geht und über Pranayama etwas erzählt, gibt es auch viele unterschiedliche Pranayamas. Der große Unterschied liegt darin, dass es energetische Pranayamas gibt und dass es beruhigende Pranayamas gibt. Davon werde ich euch auch ein bisschen was erzählen jetzt. Der Begriff Pranayama bedeutet ja das Vertiefen von Atem bzw. der Stillstand vom Atem. Also benutzt man auf energetischer Ebene, um Energie aufzubauen, intensive Pranayamas und reinigende Pranayamas. Zum Beispiel das Nadi-Shodhana. Nadi-Shodhana-Pranayama wird in den klassischen Yogaschriften vorgestellt. Es ist die Wechselatmung. Man setzt sich hin in eine Meditationspose und reguliert den eigenen Atem mit der rechten Hand zum Beispiel. Also man legt dann Zeigefinger und Mittelfinger auf das Augenbrauenzentrum, der Daumen und der Ringfinger kontrollieren dann die Atmung.
Man atmet mit einer Seite ein, zum Beispiel rechts einatmen, linke Nasenöffnung wird zugehalten. Dann hält man die Luft für eine bestimmte Zeit an und atmet links aus, entsprechend gegenüber. Dann atmet man links ein, hält die Luft an, atmet rechts aus. Das reinigt die inneren Kanäle, die Ida und Pingala, und harmonisiert den Körper, harmonisiert auch die Arbeit des Gehirns, weil die rechte Gehirnhälfte ist mit einem Kanal verbunden und die linke Gehirnhälfte ist mit dem anderen Kanal, mit Ida und Pingala entsprechend verbunden. Wenn die beiden Kanäle harmonisiert, gut funktionieren, gut laufen, kann die Energie über den mittleren Kanal hochlaufen, über die Sushumna, und entsprechend zum Anstieg der Energie oder zum Anstieg der Kundalini-Energie sogar führen, was dann den Menschen Erleuchtung bringt. Die Nadi-Shodhana Pranayama ist entsprechend dann eine Pranayama, die den Körper dafür vorbereitet. Eher eine beruhigende Pranayama, mit der man aber auch sehr viel Energie aufbauen kann, ist die Apanasati Hinayana. Bei der Apanasati Hinayana geht es darum, in erster Linie den eigenen Atem zu beobachten. Man setzt sich genauso hin in eine meditative Pose und beginnt langsam zu atmen und dabei den eigenen Atem zu strecken. Man atmet ein und zählt dabei die Sekunden, wie lange das Einatmen dauert. Das Ausatmen wird dann um eine Sekunde verlängert. Zum Beispiel, ich schließe die Augen, atme 6 Sekunden lang ein, atme 7 Sekunden lang aus. Dann atme ich 7 Sekunden lang ein, atme 8 Sekunden lang aus. Und so mache ich es weiter, bis ich an meine Grenze komme. Bei manchen ist die Grenze 15, 20 Sekunden, vielleicht sogar auch mehr. Man bleibt dann an seiner Grenze, atmet angenommen 15 Sekunden lang ein und 15 Sekunden lang dauert ein Ausatemzug. Man praktiziert diese Pranayama 15-20 Minuten, um sich erstmal zu beruhigen. Man beobachtet die Arbeit im Körper, also diese Bewegung der Luft. Man beobachtet aber gleichzeitig, was im Kopf passiert. Da der Kopf und unser Verstand unmittelbar mit dem Körper verbunden sind und wir den Körper mit dieser Pranayama beruhigen, beruhigt sich dementsprechend auch der Verstand. Es ist eine sehr harmonisierende, eine sehr angenehme Atemübung. Würde ich auch für alle empfehlen, vor allem weil sie auch sehr, sehr einfach ist. Diese Technik wurde von Buddha Shakyamuni an seine Schüler weitergegeben und heißt eben Apanasati Hinayana. Die Wirkung der Pranayamas, um eben wieder auf die Fragen einzugehen, ist hier eine energetische und eine reinigende. Im Hatha Yoga gibt es auch den Bereich Asana. Asana ist eben die Vorbereitung für den Körper und die Arbeit mit dem Körper. Wenn man das jetzt mit den Mantren vergleicht, haben Mantren bereits durch ihre Vibration eine Wirkung auf unsere physische Welt, auf die physische Ebene. Speziell das Mantra Om, da es der Urklang des Universums ist und wir mit diesem Urklang, mit unserem ganzen Körper mitvibrieren, also der Körper wird wie ein Musikinstrument dadurch, wie ein Resonanzkörper, also die Lunge, der Brustkorb. Auch im Kopf sind bestimmte Hohlräume und Öffnungen, dann Nasennebenhöhlen zum Beispiel, die als Resonanzkörper wirken. Wirken wir eben mit dieser Vibration, und die Körperzellen, die ja auch ihre bestimmten Schwingungen haben, können also durch Handy-Einstrahlung, können durch elektromagnetische Felder in ihren Schwingungen negativ beeinträchtigt werden. Und wenn wir das Mantra richtig und ordnungsgemäß praktizieren, bringen wir die Urschwingung, die Urvibration in unseren Körper und in unsere Körperzellen wieder zurück. Den Körperzellen geht es danach besser und sie können besser funktionieren. Das ist die physische Wirkung des Mantra. Die energetische Wirkung ist es, wenn wir anfangen, eben uns mit diesem Mantra Egregor zu verbinden und Energie mit ihm auszutauschen. Und unsere Energie wird dadurch besser und wir können sogar diese Energie in uns akkumulieren und ansammeln und uns energetisch reinigen, weil wir alle soziale Menschen sind, im Alltag leben, mit anderen Menschen kontaktieren, in die Arbeit gehen und dort vielleicht bestimmte negative Energien auffangen, mit nach Hause bringen. So bietet sich dieses Mantra sehr gut, um dann so energetische Reinigungsarbeit durchzuführen. Wenn Sie mit anderen Leuten arbeiten, zum Beispiel wenn Sie andere Leute heilen oder Yoga unterrichten,
ist es auch sehr, sehr gut, sich danach und auch empfehlenswert, sich nach solchen Behandlungen, nach Yogastunden als Yoga-Lehrer oder Heiler zu reinigen. Auf der mentalen Ebene wirkt das Mantra so, dass sie die Gedanken ordnet und die Gedanken auch säubert. Wenn man jetzt nochmal diese Energie, diese reine Energie des Mantra nimmt und man diese Energie durch sich hindurch lässt, ist es praktisch unmöglich, während des Mantras etwas Negatives zu denken. So verschwinden nach und nach negative Gedanken, wenn man das Mantra oft praktiziert, genug Erfahrung bereits darin hat und man hat klare, saubere, gute Gedanken. Und ihr wisst vielleicht alle, wie Gedanken auf unsere Realität wirken. Denken wir immer schlecht, sind wir immer depressiv und denken negativ, ziehen wir bestimmte Sachen mit entsprechender Energie auch in unser Leben, die negativ sind. Denken wir positiv, haben wir immer saubere, reine, klare Gedanken, ziehen wir entsprechend solche Situationen und solche Energien auch in unser Leben. So können wir mit den Yoga-Praktiken auf unsere Realität wirken, was ich euch allen auch empfehle, das zu praktizieren, das auszuprobieren. Die Verbindung des Mantras mit dem Atem war die nächste Frage. Natürlich ist es so, wenn ich das Mantra Om in die Länge ziehe, ist es für mich persönlich auch gleichzeitig eine Art Pranayama, weil man atmet tief ein, man muss ziemlich viel Luft holen, damit das Mantra entsprechend lang wird. Und man muss auch mit dem Atem richtig arbeiten, richtig einatmen, richtig ausatmen beim Singen. Wenn man jetzt so professionelle Sänger betrachtet, praktizieren sie oder trainieren ja auch ihren Atem, richtiges Ein-, richtiges Ausatmen, um richtig singen zu können. Also die Voraussetzung für einen guten Mantra-Gesang ist eben auch die richtige Atmung. Deshalb steht das Mantra mit dem Atem in einer unmittelbaren Verbindung. Was ist jetzt entsprechend genauer bei den Techniken ausgeführt werden soll? Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich direkt nochmal anschreiben, mich anfragen, dass ich euch die Techniken nochmal genauer erzähle. Also die Nadi Shodhana Pranayama als erstes und die Apanasati Hinayana würde ich auf alle Fälle euch allen empfehlen. Und die genaueren Ausführungen, die Techniken und die Beschreibung könnt ihr bestimmt auch im Internet finden, beziehungsweise werde ich unter diesem Video vielleicht auch noch Links anbringen, damit ihr diese Beschreibungen für euch zu Hause findet. Zum anderen wurde mir auch die Frage gestellt, wie seine Physiotherapiepraxis auf ihn oder auf sein Karma sich auswirkt. Ich habe einen Spruch gehört, der lautet ungefähr so: Einmischen ist verboten, heilen ist erlaubt. Also wenn man von einem reinen Herzen mit einem sauberen Gewissen dieses Heilen betreibt, wenn es von innen herauskommt, dann finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man anderen Menschen hilft. Es ist sehr viel wichtiger, nicht das Gesetz des Karma hier zu betrachten, sondern eben die Gedanken und den Bezug anderer Menschen zu sehen und zu betrachten. Das Karma ist demnach nicht immer, wenn ich etwas gemacht habe, zum Beispiel, ich habe jemanden geschlagen, also wird er mich irgendwann mal zurückschlagen. Das ist nicht immer so. Vielmehr wirken auf uns die Gedanken anderer Leute. Was heißt das? Wenn ich jemanden geschlagen habe, wird er negativ über mich denken und diese negativen Gedanken werden meine Realität so verändern, dass ich etwas Negatives in meinem Leben erleben werde. Aber es ist nicht so, dass die gleiche Person mich dann wieder zurückschlägt. Und stellen Sie sich dann ein anderes Beispiel vor. Ich würde 100, 200 Leute beklauen. Und diese 100, 200 Leute wissen, wer ich bin und wer das gemacht hat und denken dann ebenfalls negativ über mich. Und diese negative Energie, diese 200, 300 Leute, wenn sie auf mich einwirkt, wird es mir sehr, sehr übel sein für eine bestimmt auch lange Zeit. Und wenn Sie jetzt im Gegensatz den Menschen nicht schaden, sondern den Menschen helfen und Sie mit Dankbarkeit euch entgegentreten, mit Dankbarkeit an euch denken, euch weiterempfehlen, werden diese guten Gedanken, diese Gedanken der Dankbarkeit entsprechend mit dieser Energie zu euch zurückkehren. Dementsprechend wird sich auch eure Energie zum Positiven verändern. Es ist nicht Zufall, dass ein Mensch Yoga begegnet und bestimmte spirituelle Praktiken begegnet. Es heißt, man muss erst ein bestimmtes Energiepotenzial an Dankbarkeiten ansammeln, um sie eben
oder um eben Yoga-Praxis in sein Leben zu ziehen, um diese Dankbarkeiten auch durch die Yoga-Praxis zu transformieren und vollkommener zu werden, um diese geistige Leiter, diese geistige Treppe voranzuschreiten. Dafür braucht man entsprechend auch Dankbarkeiten. Dankbarkeit bekommen wir von anderen Leuten, wenn wir sie auch zum Beispiel heilen, unter anderem. Viel wichtiger ist es, bei jeder Heilarbeit auch mit dem Bewusstsein des Menschen zu arbeiten. Ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es gibt Beispiele, wo ein Mensch eine kaputte Leber bereits hat, weil er zu viel Alkohol trinkt. Und er geht zu einem Heiler und der Heiler macht ihm die Leber wieder gut und funktionsfähig. Und was macht der andere Mensch? Nach 2-3 Tagen rennt er wieder hin und trinkt ein Glas Alkohol oder dementsprechend. Und seine Leber wird wieder kaputt. Und dann ist die ganze Heilarbeit umsonst. Man müsste den Menschen schon über die Ursachen aufklären, auch über die Karma-Prinzipien aufklären, warum der Mensch überhaupt krank wird. Vielleicht wegen seiner negativen oder schlechten Lebensweise, vielleicht wegen seiner Ernährung, vielleicht wegen seinem falschen Bezug zu seinen Freunden, Verwandten oder zu seiner Familie. Weil jede Krankheit bekommt der Mensch nicht umsonst. Die Krankheit ist für den Mensch eine Möglichkeit, sogar von Gott gegeben, eine Möglichkeit, sein Leben zu überdenken, seine Denkweise vielleicht zu verändern, um für bestimmte Bereiche und Sachen einen neuen Bezug zu bekommen. Und nach manchen sogar schweren Krankheiten sagen die Menschen, ich bin dankbar, dass ich diese Krankheit hatte, weil ich war früher ein ganz anderer Mensch und habe ganz anders gedacht. Und jetzt gefalle ich mir besser sehr viel mehr, weil ich mich so zum Positiven verändert habe. Karma ist Physiotherapeutin, wenn sie den Menschen helfen, sie wieder auf die Beine bringen und die Menschen dann positiv weiterleben, vielleicht auch etwas Gutes für die Gesellschaft tun, bekommen sie diese Energie auf alle Fälle wieder zurück. Denn die nächste Frage ging über Tapas und auf welche Chakren, auf welcher Ebene diese Dankbarkeiten wirken oder zurückkehren. Ich denke mal, wenn es um Physiotherapie geht, man hat viel Körperkontakt mit den Menschen, man arbeitet physisch mit dem Körper des Menschen, wirkt es entsprechend auf die Anahata, auf die Herzchakra und sie werden dort bestimmt auch diese Energie bekommen. Natürlich sind da auch andere Chakren im Spiel, muss man auch ansprechen. Wenn Sie Frauen behandeln und die Frau Sie attraktiv findet zum Beispiel oder Sie die Frau attraktiv finden, wird sich da bestimmt auch auf der Svadhisthana oder auf der Sakralchakra zum energetischen Energieaustausch kommen, im Grunde genommen. Im Großen und Ganzen entsteht dieser Energieaustausch ständig mit unseren Familienmitgliedern, mit unseren Partnern, mit allen Mitmenschen, mit denen wir Kontakt haben und Menschen, zu denen oder mit denen wir bestimmte Emotionen empfinden. In der Heilpraxis, denke ich, wird es mehr das Herzchakra sein. Um ein anderes Beispiel anzuführen, wenn Sie dann irgendwie Brötchen verkaufen oder Essen, Leckereien verkaufen, werden Sie diese Energie auf der Manipura-Chakra zurückbekommen. Wie Sie dann mit dieser Energie umgehen, ist wiederum ihre Arbeit oder ihr Problem möchte ich nicht sagen, weil es gibt keine Probleme. Jede Energie lässt sich umformatieren, jede Energie lässt sich umwandeln. Manche Yogaschulen oder Richtungen sagen, jetzt bin ich dreckig, ich komme nach Hause, ich muss diese Energie wieder loswerden. So ist es nicht ganz. Man soll oder muss diese Energie entsprechend nicht unbedingt loswerden. Es ist besser, diese Energie durch Yoga-Praktiken zu transformieren, sie zu verbessern. Das ist eben die Arbeit eines sehr weit fortgeschrittenen Yoga-Praktikers, der entsprechend Energien ansammelt, einsammelt vielleicht in der Gesellschaft, die Gesellschaft zum Besseren werden lässt, selber mit diesen Energien klarkommt, sie transformiert. So wird unsere Gesellschaft, unsere Welt nach und nach besser. Ich als Yoga-Lehrer empfehle jedem geistige Praktiken, vor allem in dieser heutigen Zeit, durchzuführen, anzueignen, zu probieren, eure Erfahrungen dort zu sammeln. Weil ihr wisst, wie schnell sich die Welt verändert, wie schnell sich die Energien auf dem Planeten verändern. Man muss sich den neuen Energien der neuen Zeit anpassen. Und das Yoga kann euch dementsprechend sehr gut dabei helfen, in das neue Zeitalter reinzukommen, euch anzupassen, euch gut und gesund zu fühlen, die richtige Ernährung zu finden
und mit einem richtigen Bewusstsein dann auch nach vorne zu schreiten. Weil nur die Änderung des Bewusstseins in den Menschen bringt eine Veränderung der tatsächlichen Welt und der Gesellschaft. Ich bedanke mich hiermit für Ihre Fragen und wer Fragen an mich hat, kann mich sehr gerne über E-Mail anschreiben. Meine E-Mail heißt eugen.minz1@gmail.com und entsprechend, wenn es interessante Fragen sind, die es wert sind, werde ich vielleicht dementsprechend auch ein Video aufzeichnen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.